So Leute, willkommen zurück zu Mario Party 10. Wir wollen gleich mal weitermachen mit dem nächsten Spielbrett und natürlich mit Waluigi. Und nicht nur mit Waluigi, sondern auch mit der guten alten Toadette, die wir in diesem Part sehen wollen. Im letzten Part haben wir Spiky Boy gesehen, in den letzten beiden Parts selbstverständlich. Und dann wollen wir noch den Schwierigkeitsgrad auf schwer machen und dann schauen wir uns mal an. Bizarro Riff, okay gut, der Drachenaal kann hier den Ausschlag geben. Mal schauen, was er sonst noch für Schläge geben wird. Auf diesem, wie es aussieht, Unterwasserspielbrett. Da bin ich mal gespannt, ob uns hier die Luft ausgeht oder ob wir hier irgendwie Land in Sicht haben oder so. Keine Ahnung, irgendwelche Sprichwörter. Ah, das ist der Drachenaal, oder? Da, das ging relativ flott, habe ich das Gefühl. Willkommen bei Mario Party! Du trittst auf dem Spielbrett Bizarro Riff an! Das wissen wir doch, Toadie Boy. Deine Wert... Oh! Seine Herzdame spielt mit und gleich fängt sie an. Ob das ein Zufall ist, ich weiß es nicht. Aber wie können wir überhaupt unter Wasser atmen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es wäre logisch gewesen, wenn dieses Unterwasserboot da so eine Kuppel hätte, so eine Glaskuppel. Das hätte ich sogar schöner gefunden, ehrlich gesagt. Aber nun gut, was soll's, wir können ja unter Wasser atmen. Sieh auf das Gamepad! Auf den Schlössern finden sich alle Würfelzahlen wieder. Ja, das weiß ich. Bowser wird von 5 weiteren Schlössern in seinem Käfig gefangen gehalten. Wurden alle geöffnet, wird es brenzlig. Ja, das stimmt in der Tat. Das wussten wir aber schon vorher. Oho, Madame bekommt gleich mal einen Spezialwürfel. Hat sie sich für den etwas kleineren entschieden. Passt ja zu ihr. Aber gut, man sieht schon, sie wird hier ein bisschen bevorzugt. Ich bin wieder Zweiter. Wenn du den Drachenaal erreichst, hast du die Chance auf eine Menge Mini-Sterne. Oh, da brauchen wir mindestens eine 4, wie es aussieht. Komm schon, komm. Wer hätte es gedacht? So, hier habe ich wenigstens auch ein bisschen Glück und kann hier eines dieser Blöcke wählen, um möglichst viele Ministeine zu... Ja, 2. Wow. Also ich habe echt so viel Glück. Das ist unbelievable. Da hätte ich mir lieber so einen Spezialwürfel geholt. Aber gut, was soll's. Er hat auch 2. Aber er bekommt den Drachenaalschatz, wie es aussieht. So, schauen wir mal. Er kann sich wahrscheinlich eine Truhe... Oh, in einer Truhe ist... Sind 20 Ministerne drin? Also ich würde entweder die 20 Ministerne haben wollen oder den Spezialwürfel. Ja, okay, 5. Finde ich, ja, also besser als ich. Ich habe 2 bekommen, von dem her. Aber gut. Oh, er zieht weiter. Gut. Ja, jetzt geht er dahin. Okay, und wenn wir da nochmal sind, dann können wir uns... Jetzt sind es nur noch 5 Truhen, oder? Nochmal 6. Ja, ist irgendwie unlogisch. Wie soll da eine neue Truhe dazukommen? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Entscheidet sie sich für den linken oder für den rechten Weg? Hä? Kann sie sich? Sie kann sich gar nicht entscheiden. Oh, wenn sie nach links gegangen wäre, hätten die Skelett... Wie heißen die? Die Skull-Cheep-Cheeps da... hätten sie zerfetzt. Gut. Wähl eine Schatzkiste aus. Die dunkle, sie will auf die dunkle Seite der Macht. Ja gut, kann sie gerne tun. Und wie es aussieht, bin ich letzter, ja. Ja, das bin ich in der Tat. Der Drachenaal zieht weiter. Wir sehen uns später, Drachenaal. Vielleicht komme ich auch mal in den Genuss, den Drachenaal zu treffen. Das sieht so ein bisschen aus wie Shenlong. Ein ganz bisschen. Bei Shenlong kann man sich ja auch einen Wunsch erfüllen lassen. Ich will den... Mein Wunsch ist es, entweder die 20 Ministerne zu bekommen. Hä? Wieso? Wollte sie unbedingt auf dieses Spezialfeld? Was bringt denn dieses Spezial... Oder sie wollen mich daran hindern, dass ich zum Drachenaal komme, oder? Oh, du kleine... Oh, und genau 5! Genau 5! Oh, Mann... Und hier bekomme ich nichts. Was ist das? Sieht aus, als wäre hier eine Minispielbox versteckt. Immerhin eine Minispielbox, ja gut. Aber davon können alle was haben. Das Ding ist, davon habe ich keinen Nutzen. Aber keine Panik auf der Titanic. Wir wissen, ich habe schon oft das Spiel so ein bisschen um 180 Grad gedreht. Paintball-Schlacht, kenne ich schon. Ich glaube, das gab es auch schon in früheren Mario Party Spielen. Müssen wir einfach die Gegner mit unseren Paintballs abschießen. Wir haben, glaube ich, 2 Leben. Oder waren es 2 Leben? 2 oder 3? 3 Leben, okay. Und wir sollten natürlich am besten nicht getroffen werden. Nein! Komm! Ach, fu!
Damn, komm, hier, sehr gut. Und, nein, Daisy. Sehr schön, noch einmal und Daisy ist weg. Noch einmal und Daisy ist weg, sehr schön. Wir haben Daisy ausgenockt. Und jetzt alle auf Toadette. Nicht auf mich, auf Toadette. Das ist cool, das... Das gibt's nicht. Yoshi, der kleine Fiese. Oh, Pi, oh, du. Ich find's halt, also... Das Spiel ist ganz cool, aber ich finde es halt blöd, dass wenn ich den Gegner treffe, dass er gleich zurückschießen kann und mich auch treffen kann. Ja gut, ich hätte ausweichen können. Toadette, wieso musstest du gegen mich sein? Sie ist die ganze Zeit irgendwie gegen mich. Sie lässt erstmal hier Yoshi gewinnen und vorhin hat sie diesen 0-1-Würfel benutzt, damit ich bloß nicht zum Drachenaal komme. Wehe, Yoshi bekommt jetzt die 20 Mini-Sterne. Ja gut. Das ist erträglich. Wenn ich jetzt endlich mal vielleicht zum Drachenall kommen könnte, also ich wäre sogar mit den Spezialwürfen zufrieden, muss ich sagen. Aber natürlich würde ich die 20 Mini-Sterne bevorzugen. Aber wir schauen erstmal. Sieht aber auf jeden Fall schön aus, das Brett. Also ich sag selten irgendwie was zum Aussehen, aber es sieht halt, finde ich, echt jedes Mal richtig schick aus. Und Moment, wären diese Cheep-Cheep, diese die machen gar nichts. Die sind nur Dekoration, weil da waren gerade auch diese Knochen-Cheep-Cheeps. Ich weiß, ich kenne den Namen dieser Knochen-Cheep-Cheeps, aber es fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare sagen. Fuke, jeder weiß doch, dass die X, Y, Z heißen. Aber ich kenne den Namen nur. Jetzt gerade wird er mir nicht einfallen. So. Toadette, bitte. Keine Ahnung, was gut wäre und was schlecht. Also Miniboss-Kampf, das ist auf jeden Fall ganz okay, würde ich sagen. Miniboss-Kampf, so, was gibt's jetzt diesmal? Wahrscheinlich wieder ein Miniboss-Kampf, der an diese Welt angepasst ist. Was könnte das wohl sein? Ein Aal, ein Cheep-Cheep, ein Riesen-Cheep-Cheep könnte sein. Ja, okay, Mega-Hub-Cheep heißt er. Ich habe zwar an den Roten gedacht, aber der... Kann es auch ruhig sein. So, schauen wir mal, was wir machen müssen. Gut, greife mit A an. Drehe den Mega-Hub-Cheep in Richtung der anderen Spieler. Okay. Und dann? Achso, irgendwann greift er dann einen an, oder wie? Aber wahrscheinlich dort, wo er als letztes ist, den greift er an. Könnte ich mir vorstellen. Gut, da müssen wir einfach dafür sorgen, dass die Gegner angezielt werden von Mega-Hub-Cheep. So, einfach A drücken, das sollte nicht allzu schwer sein. So, komm. Warte, haben wir nur drei Schuss? Hättest du wohl gerne, du kleine Daisy. Ja, gut, ich lasse das letzte Wort weg. Wir haben nur drei Panzer, okay. Das werden unendlich viele. So, zwei kann ich schon mal immer schön wegschießen. Und dann den letzten können wir genauso abtimen, dass es uns nicht trifft. Haha, da hast du's. Die hat's verdient. Gut, Yoshi ist eigentlich unser Hauptgegner, aber ich weiß nicht, Toadette ist mir ein bisschen unsympathisch. So, jetzt lasse ich erstmal ein nur los, um das besser hier... So. Komm noch ein. Können wir ruhig machen, weil... Immerhin bekommen wir dann ja auch noch einen Punkt. So, Daisy wurde auch schon mal getroffen. Damit sind wir ganz klar in Führung bei diesem Bosskampf. Ich habe echt das Gefühl, muss ich jetzt sagen, wir haben schon den ersten Bosskampf. Oh, jetzt sind kleine Cheep-Cheeps, die ihn beschützen wollen. Ich muss sagen, dass wir relativ wenig Minispiele haben. Ja. Ja, perfekt. Oh, das war riskant. Wenn Daisy nicht geschossen hätte, dann hätte ich mir ins eigene Fleisch geschnitten. Aber da hatte ich echt noch Glück. So, ich will auf jeden Fall den letzten Treffer abhaben. Ich will den letzten Treffer, meine Freunde. So, schießt schon. Oh, komm, schießt. Hier. Oh, das war riskant. Das war wieder mal riskant, wenn Daisy diesmal geschossen hat. Also, dieser Bosskampf gefällt mir. Vor allem, wie gesagt, wenn man das mit Freunden oder Mitspielern spielt, kann das richtig interessant werden, weil das waren richtige Mindgames. So, hier noch einmal. Dankeschön. Jetzt, ja. Es hat eh nicht zum... Oh, er ist fast tot. Das heißt, wir ballern gleich mal alle Panzer drauf los, denn wir wollen den letzten sehr schönen Schlag bekommen und der gibt... Plus 5? Ich hab gedacht... Hä? War es nicht plus 3? War der erste Miniboss nicht plus 3 und der zweite plus 5? Ist ja auch egal. Hauptsache, wir haben das Minispiel gewonnen und das mit eigentlich
recht guten Vorsprung. Das liegt daran, dass wir taktisch agiert haben. Hier geht's ein bisschen um Glück, klar, aber es geht halt um diese Mindgames, wie gesagt, wer schießt jetzt los, soll ich jetzt auch meinen grünen Panzer abschießen? Und der Mini-Bosskampf gefällt mir echt richtig gut, muss ich sagen. Der ist cool. Waren eigentlich alle bis jetzt, finde ich, also die Bosskämpfe zumindest. Obwohl, ja, manche mehr, manche weniger. Und wir tauchen tiefer an den Grund des Meeres, denn wir wollen den Schatz von Atlantik bergen. So, jetzt bitte. Ah, schöne Musik. Erinnert mich so ein bisschen an Ariel, die Meerjungfrau. Jetzt bitte eine 4 mindestens. Eine 4, komm schon. Eine 5. Dankeschön, das reicht mir. Da kann ich endlich auch mal mein Glück versuchen beim Drachenaal-Schatz. Und was wählen wir denn? Die goldene oder... es wäre jetzt eigentlich logisch, also hier, dass es hier den großen Schatz gibt und hier gibt es halt den Spezialwürfel. Aber vielleicht denken sie sich so auch, ey, die goldene wäre zu einfach. Verstecken wir es bei so einem simplen. Oder das denkt sich der Ach komm, ich nehme den einfach. So, schauen wir mal. Bitte. Gut. Finde ich gut. Ich mag den Spezialwürfel, der ist okay. Aber die 20 Mini-Sterne hätte ich trotzdem ganz gerne gehabt. Alter, 20. Okay, der nächste, der Drachen erreicht, hat mehr oder weniger gewonnen. Kann man fast schon so sagen, ne? Wieso hat er jetzt den? Ach so, er hat Angst vor diesen dunklen Sternen. Okay, ja, kann ich verstehen. Aber es könnte ja auch theoretisch... Nur eine 2. Es könnte ja auch theoretisch sein, dass man nach links geht. Besonderes Ereignis. Okay, was passiert denn? Okay, jetzt geht tatsächlich nach rechts. Wieso hat sie... Das ergab gar keinen Sinn, dass sie 2 gewählt hat. Sie hätte so eine Zahl wählen müssen, dass genau vor den schwarzen Sternen anhält. Na gut, sei es drum. Wir kämpfen um 10 Minispiele, das gefällt mir, weil wir haben echt wenig Minispiele, habe ich schon mal gesagt. Und je mehr Minispiele wir haben, desto besser, okay. Podestgepose kenne ich. Punkteschleuder. Keine Ahnung, was das ist. Nie. Okay, wir drehen uns. Drücke A, um im richtigen Moment loszulassen. Hä? Ach so, ja, ich muss wahrscheinlich einfach die meisten Punkte haben, oder? Ja, das sollte... Also, klingt simpel, ob es dann auch simpel... Okay, oh, das dreht sich relativ schnell. Wie ist das denn? Wenn ich A drücke, lässt er dann... Ich fange an. Oh, puh. Lässt er dann direkt los und ich fliege in die Richtung oder muss ich noch irgendwas... Ja, wir haben noch einen zweiten Versuch. Wir haben noch einen zweiten. Ja, okay. Er hat schon 60. Ja, wir müssen die 100 schaffen, wenn wir da irgendwie noch eine Chance haben wollen. Ich habe mir gedacht, ich lasse ein bisschen früher los, weil ich gedacht habe, dass der irgendwie noch so ein bisschen Zeit braucht, um loszulassen. Und dann auch noch ein bisschen, dadurch, dass er sich im Uhrzeigersinn dreht, auch noch so ein bisschen nicht geradeaus fliegt, sondern einfach so ein bisschen, ja. Aber gut, das ich habe zu viel nachgedacht. Man muss... Ah, okay, das wird nichts. Das wird leider nichts. Vielleicht sichern wir uns wenigstens den zweiten Platz oder so. Wäre eigentlich auch ganz okay, um ehrlich zu sein. Der könnte Erster werden. Yoshi könnte Erster werden. Der kleine Ganove hier. Schauen wir mal, was Daisy macht. Bitte, Fall eine 0 vielleicht, eine 0-Nummer. Bitte. Ich werde Letzter. Oh, das wäre meine Chance gewesen, endlich mal, wer ist überhaupt der Erste? Ich glaube Yoshi oder so zu überholen, aber nee, das wird nichts. Also beim nächsten Mal weiß ich auf jeden Fall Bescheid. 60 ist ja keine schlechte Zahl. 60 ist ganz okay, aber ich habe es mit dem ersten Wurf versaut, weil ich nicht wusste, wie das genau geht. Beim Unentschieden, wenn ja, entscheidet die Würfel. Ich wusste halt einfach nicht, wie er genau fliegt. Ich dachte so, ja, er fliegt dann noch ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, schwer zu erklären. So ein bisschen mit so einem Rechtsdrall, versteht ihr? Beziehungsweise mit so einem Drall im Uhrzeigersinn. Aber gut, so war es nicht, ich hab's verstanden. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass Toadette eine relativ... Oh, Moment, oh, zum Glück, okay, gut.
Oh nein, ein letztes Schloss hindert Bowser daran, aus seinem Käfig zu entkommen. Wenn du das letzte Schloss öffnest, kommt Bowser und nimmt dir die Hälfte deiner Mini-Sterne weg. Sieh dich also vor. Ja gut, ich habe eh nur 10 von dem her. So, schauen wir mal, was können wir denn würfeln? Ja, ich würde mal sagen, ich muss eine 3 würfeln. Aber da ist die Gefahr dann auch groß. Moment, nee. Ich würfel eine 6. Denn ich bekomme zwar die bösen Sterne, aber ich bekomme auch die guten Sterne. Und ich will die guten Sterne. Denn dort bei diesem Drachenaltschatz bekomme ich ja 20. Hier werden mir 10 abgezogen oder so, oder? 8, okay, dann bleiben mir noch 2. Dann bekomme ich hier beim Drachenaltschatz nochmal 10, weil 10, 20 natürlich. Weil hier in dieser Truhe müssten jetzt theoretisch 20. Sehr schön. Okay, hatte ich doch zu viel Angst. Ich habe mir überlegt, so, ja, okay, würfel ich jetzt eine 3, um auf dieses Wechselfeld zu kommen. Aber da wäre natürlich auch die Gefahr da gewesen, dass ich da Dingensbummens, wie soll ich sagen, was wollte ich genau sagen, dass ich dann nochmal dran komme. Wenn du auf einem Drachenallfeld zum Stehen kommst, kannst du einen Drachenallschatz gewinnen. Okay. Hä? Man muss doch nur dran vorbeigehen, oder nicht? Jetzt muss man drauf stehen bleiben? Okay, ist ein bisschen schwieriger geworden. Hat er dann nochmal die gleichen Geschenke? Minispiel. Okay, sehr gut. Minispiel gefällt mir. Was wählen wir denn? Was war das nochmal? Wir kämpfen um 10? Oder um 5? Ja, um 5 Ministerne, jeder. Genau, so war's. Okay, das würde ich eigentlich ganz gerne gewinnen, denn ich glaube, wenn wir am Ende diese Ministerne bekommen, werde ich gar nicht mal gewinnen, um ehrlich zu sein. Kurz vorm Platzen, okay. Schauen wir uns das mal an. Pumpe den Ballon auf, platzt er, ist das Spiel für dich vorbei. Bam, bam, bam. Okay, das klingt relativ simpel. Kann ich den... Warte. Muss ich den einfach so schnell wie möglich aufpumpen, oder was ist Sache? Pump mal. Da ist eine Melone. Ja, der darf nicht platzen. Warum platzt er denn? Ich hab Angst. Ich mach nichts mehr. Und, hab ich gewonnen? Achso, wer der Größte ist. Ja, natürlich, wer der Größte ist. Perfekt. Hä? Was? Das sieht so aus, als ob mein... Hä? Ernsthaft? Bin ich blind? Ich hatte das Gefühl, dass meiner größer ist. Aber gut, Daisy hat die größeren Melonen. Das ist schon so, aber...